Also Philipp Schmickel hat gerade eine neue Stelle als Universitätsassistent an der Kunstuni Graz angetreten. Unsere Schwesterstadt Graz und sozusagen unser Schwesterinstitut, das Institut für Jazzforschung, ist dort ja auch angesiedelt. Also wir haben ein enges Verhältnis zu Graz. Freut mich, dass Philipp hier ist. Seit 2011 gibt er eine Buchreihe heraus. Werde ich endlich erfahren, wie sie wirklich heißt. Theoral? Man kann sich's aussuchen. Okay, super. Theoral. Ich habe immer. Oder The Oral. Genau, Oral History. Ah, okay. Das war die ursprüngliche Idee. Da drin sind nämlich tatsächlich Gespräche mit Musikerinnen und Musikern, improvisierenden Musikerinnen und Musikern abgedruckt. Seine Dissertation beschäftigt sich mit dem Konfrontationenfestival in Nickelsdorf in Österreich, am Avantgarde Festival. Und ich gehe davon aus, dass das, worum es heute geht, auch mit deiner Dissertation zu tun hat. Genau. Der Einfluss afroamerikanischer Musiker auf einen Jazzclub in Central Europe, also in Österreich, sprich in Nickelsdorf. Philipp Schmickel, vielen Dank. Ich gebe drei Publikationen durch zum Anschauen. Ein Theoral mit Hans Falb, das kommt dann später. Und die Publikationen sollten für sich selbst sprechen. Und der Vortrag wird das noch weiter erhellen. But I'm going to switch to English now because the whole dissertation will be in English. And my presentation discusses one aspect of my PhD project, Improvising Resilience, Global Networks and Local Practices of a Jazz Festival at the Borders. In this dissertation, I'm, as an insider who is part of the organization, researching the 41-year history of the festival Konfrontationen, which begins in 1980, along with the 45-year history of the Jazz Gallery Nickelsdorf, which begins in 1976, and I do this in the local and global contexts. Although the local context of this agrarian East Austrian borderland that was a rather poor region in the 1970s have their importance for the not at all self-evident development of the festival, I'm going to prioritize today the global contexts or the aerial roots of the festival over its local ones and look at the influence the musician, composer, activist and ethnomusicologist Clifford Thornton has had on the Konfrontationen Festival in its formative years between 1978 and 1981. My hypothesis is that Thornton's effect on the festival was stronger than others, because the close exchange between him and Hans Falb, who is the main organizer of the Konfrontationen Festival, fell into the time when, one, Falb's center of interest began shifting towards African-American free jazz, and two, the idea of the festival was starting to take shape. And it was then the festival itself that confirmed Thornton's significance by giving this particular lineage of the jazz world that he represented a place. So in the first section of my talk, I want to sketch some developments in German and French jazz writing of the 1960s that I consider important for the reception of Clifford Thornton in the 1970s in Nickelsdorf. The second section consists of a short synopsis of Thornton's musical, political, and scholarly trajectory. I will end this section with a central paragraph of a letter that Thornton sent to Falb in May 1980, in which he locates the roots of jazz in African music. And the third section
I'm going to discuss how Thornton's worldview was adapted in the plays by looking at the program of the second Konfrontationen Festival that took place in 1981. Part 1. The revolutionary climate of the late 1960s engendered and fed on the emergence of militant literature in diverse disciplines. In this environment, various German and French jazz critics, in a process of what the Austrian music sociologist Kurt Blaukopf calls ideologische Harmonisierung, ideological harmonization, linked jazz and free jazz philosophically, not empirically, to the liberation struggles of African Americans as well as to Third World liberation movements. This link fostered the emergence of an intellectual terrain that served as a favorable background for the encounter between Hans Falb and Clifford Thornton. So, what do I mean in particular? In the first chapter of his book, European Echoes, that is on Peter Brötzmann, Harald Kisiedu discusses the intellectual climate of the 1960s in Germany. He states that, quote, by the mid-1960s, the politicization process that had led so many writers to redraw the intersection between arts and politics and to take a firm stand on contemporaneous political issues such as the Vietnam War and Third World liberation movements became more pronounced, end of quote. These intellectual tendencies inspired German jazz critics like Manfred Miller to see in the avant-garde jazz, quote, a model for a utopian society. Miller quoted in Kisiedu. Not all musicians shared this view, but Peter Brötzmann, who since the first Konfrontationen Festival in 1980 was one of the earliest regular guests in Nickelsdorf, did. He, quote, demanded that artists perennially reflect upon social totality and their position within it. The example from France is based on Eric Roth's book Music and the Elusive Revolution. Jean-Louis Comolli, who was part of a group of new left-oriented jazz critics, saw, as Roth puts it, quote, the true meaning of the new thing that is African-American free jazz as located in the synecdochal relation connecting the local struggles of African-Americans and the global struggles of anti-colonial national liberation movements. The idea that, quote, the new thing is an instrument of decolonization was inspiring for many and certainly for some people at the Jazz Gallery Nickelsdorf, where the festival takes place. Hans Falb said about his view of the relation between music and politics in 2012. At that time, and he's speaking about his youth, end of the 60s, beginning of the 70s, at that time it was formulated what I was looking for in my life. And in a recent qualitative interview for my dissertation, about the first years of the Jazz Gallery, I asked him if they wanted to achieve something with their activities. This is what he answered. Some believe in the Bible, some believe in the bank account, and some believe in change, positive change, not negative change. Perhaps one can contribute a little to the cultural political environment in order to change something positively. I would like to start this second section of the presentation with a short anecdote. At this year's 41st festival on Saturday night after the concerts, I went outside the Jazz Gallery through the front door, saw a large table where Hans Falb and Tammy Drake were sitting and talking. Hans got up, I took his place. I told Hamid about the PhD and that I had been researching Clifford Thornton lately. And Hamid said that also Hans had just been talking about Clifford.
Who was Clifford Thornton? According to Robert Palmer's Downbeat article from June 19, 1975, Clifford Thornton's jazz roots run deep. He was born in 1936 in Philadelphia into a musical family, died in Geneva 1983. In the Bay Area, he started playing with Pharoah Sanders. Together they went to New York and became members of the Sun Ra Orchestra. His first album as a leader, Freedom and Unity, came out in 1969 on his own record label, Third World Records, and features Carl Berger, Joe McPhee, and Jimmy Garrison, among others. The liner notes to this album were written by Ornette Coleman and Archie Shepp. In the 1960s, Clifford Thornton was influenced by the Black Power movement and associated himself with the Black Panther Party. His commitment culminated in a speech held in 1970 in Paris at the benefit concert for the Black Panther Party. Because of this speech, he was refused entry to France until 1977 and was harassed by the FBI in the United States. The source for this is the Jazz Magazine interview with Philip Carr. In 1969, Clifford Thornton started teaching at Wesleyan University, Connecticut. First, he taught history of jazz, later music. He took courses in West African drumming with the Ghanaian drummer Kobe Adesanya and studied with the Nigerian musicologist Fela Sowande. He got interested in African music and dance, added ethnomusicology to his courses, and went on research trips to the West Indies and West Africa. He left the university in 1975. Also in 1969, Thornton took part in the first Pan-African Cultural Festival in Algiers that gathered Africans' leading artists and intellectuals in one place to discuss and celebrate their role in global affairs. Thornton went to Algiers with a travel grant from his university. The festival was a groundbreaking experience for him. He got acquainted with what he called the whole panoply of African culture. And his political interest expanded from the fight against oppression of African Americans within the USA to Third World liberation movements. In the second half of the 1970s, Clifford Thornton was living in Geneva with his Swiss wife. In this period falls the encounter with Hans Falb. We can only imagine the impression the musician made on the almost 20 years younger Falb. I asked Falb recently how he saw Thornton's ideas. Falb said only that he admired Thornton and that he considered him as a spiritual leader. The encounter between the two took place in Paris in February 1978 and spawned 3 years of collaboration and friendship. Falb organized tours for Thornton and invited him 4 times to the Jazz Gallery, the first time already in May 1978 with his own group, the Clifford Thornton Ensemble. The second time Thornton played in September of the same year at the Nikolaus Avant Jazz Tage with the Austrian avant-garde group Three Motions. These avant-jazz-tage were the first attempt to organize a festival. Hans Falb called it a pilot. Then Thornton played again with his own group in April 1979. This is what we see here. And for the last time in January 1981, as part of Joe Malinga's Mandala. He never played at the Konfrontationen Festival, although, what I understand from his letters, Hans had proposed it. This photo, and I still have to find out who the photographer was, from the Avant Jazz Tage, showing Austrian reed and flute player Fritz Nowotny and Clifford Thornton. I find very interesting because, in my view, it was also the connection with Nowotny that had prepared Hans for the meeting with Clifford. Falb
articulates in an interview that he regularly had visited Novotny in his flat in Vienna to listen to records, and that he had introduced him to quote, the precursors of free jazz, of the free jazz movement, like Russ and Roland Kirk, Sam Rivers, Max Roach, or Yusuf Lateef, and had drawn his attention to their affinity to Oriental and Muslim culture. Here, Fibe affirms, that was a new world for me. And then he goes on in more general terms. In the first 2 or 3 years since 1976, when the Jazz Gallery was opened, I got involved with the avant-garde and the history of free jazz, also with the political impetus of an angry young Archie Shepp. But what was within our reach were concerts with Austrian bands. But my dream has always been to move into other spheres. Where does something new emerge? And that was exactly the crucial point where I say Clifford Thornton crossed my path at the right time. Now I want to come to what I consider as the crucial point in the intellectual exchange between Hans Falb and Clifford Thornton. There are several interviews in which Thornton is talking about African roots, the African roots of jazz, but the most straightforward formulation of this idea I found in a letter to Falb of May 16, 1980. He writes, contemporary European music of whatever kind is not, by definition, jazz. More than that, there is no jazz which is not rooted in the music of Africa or strongly related to it. This has nothing to do with the race of the person making the music. I'm speaking of the music itself, of its content. Part three. The essence of this statement, I argue, can be traced in the program of the Konfrontationen festivals, most comprehensively in 1981. To better understand what was going on at this festival in this small village, just 2 kilometers away from the Iron Curtain, we have to acknowledge the strong tie between local practices and global forces, as well as what Bowlman and Plastino call the paradox of place. This paradox implies that on the one hand, quote, jazz clings relentlessly to place, and that on the other hand, quote, there are moments when jazz denies place, joining the post-colonial struggle in South Africa. For example, I would add, and then they continue, quote, in denying place, however, jazz also affirms place as a site of action. In our case study, the relationship between the local and the global certainly concerns the Cold War and other political, economic, and social developments in the region. I left those aspects aside today and focused more on the jazz world and its discourses, as well and primarily on agents of this art world, Hans Falb and Clifford Thornton. Because, to use Bowlman and Plastino again, it is, quote, agency that gives place to jazz. However, it is not at all obvious that in this place, a group of school friends in their early 20s organize concerts and festivals to present African-American free jazz, ethnographic films about African music, baroque music, theater, literature, and go on with it for decades. And now I want to show you parts of the, some pages of the program from 1981, and talk about the connections you can draw from the program to Clifford Thornton. First, it's African American free jazz. That's quite obvious.
Second, for example, this Roscoe Mitchell's 1750 Arch Ensemble. As Clifford Thornton writes in his letter, that playing jazz does not depend on the race of the person, is mirrored here because at that time it was not very usual to present like mixed groups. Also, Hans told me that when he had club concerts and he presented something like this, there weren't many people showing up. They only were showing up when it was like pure African-American free jazz. And I think this way of thinking to present these kind of groups, also he did the same with a Julius Hemphill group, who was very criticized that he took in white players into his group. And that, I think, is connected to also to Clifford Thornton's thinking that playing jazz, and in this case, jazz might be just the good music, does not depend on the color of skin. And the third connection we see here as well, like schwarze Musik, afrikanische Folklore auf Film. That's ethnographic films about Africa, which is also an interest that Clifford Thornton had. And it wasn't just any films that were presented. I don't know if you can read it. The films were selected by Helmut Weismann, who's an architectural historian and also film curator. And he just had, at that time, curated a film festival called Jazz im Film, Jazz in the Movies. So, to explain this phenomenon, I want to come back to my introductory hypothesis. It was on the one hand the simultaneity of the close exchange between Falb and Thornton and the conceiving of the festival. And on the other hand, it was the festival itself that anchored this interpretation of the jazz world in this place. What happened, in my view, was that the global jazz world was made experienceable at this locality through the festive and institutional functions of the festival, as Fabian Holt calls them in his 2020 book, Everyone Loves Live Music. There he states, festive events evolve from social relations and therefore also from value systems and mythology in everyday life and across a longer cultural history, and festive events celebrate and institutionalize collective symbolic worlds that I subsume under the general term worldview. Looking at the festival program here, the worldview that is celebrated at this festival is a combination of local, including Vienna, aspirations, like the theater, literature, Baroque music, and the strong influence Thornton had on the place. In the end, it was a negotiation between the people at the jazz gallery, who already had their own refined Weltanschauung, and they did not just take over Thornton's view of the world or of the jazz world. And to conclude, this reconstruction and imagination of the first years of the Konfrontationen Festival in its global contexts is still in progress. My aim is not to define neither a glorious nor a determining root or origin myth of the festival. Today, I examined only one red thread, or one root, aerial root, of the first years of the Jazz Gallery Nikolsdorf and the Konfrontationen Festival. The influence represented by Clifford Thornton, and this is what I wanted to present, the influence of Clifford Thornton, one of the red threads of the beginning. And I did this in order to understand the weight and the importance of this influence. And now I'm looking forward to your comments and questions. Thank you.
Vielen Dank, Philipp Schmickel. Und ich habe gleich die erste Frage. Du hast irgendwann am Rande gesagt, da hast du auf die geografische Lage von Nickelsdorf hingewiesen, gesagt, das lag ja direkt am Eisernen Vorhang. Und im Prinzip dein Vortrag drehte sich jetzt so ein bisschen um den Einfluss einer fast schon messianischen Figur, die da den Hans Falb ganz besonders beeinflusst hat und dazu gebracht hat, seine Worldview sozusagen nicht zu übernehmen, aber zumindest auch, sich davon beeinflussen zu lassen. Meine Frage, wie spielen denn all die anderen Dinge hinein, die zu der Zeit diskutiert wurden? Also Studentenbewegung, späte 60er, frühe 70er Jahre, das heißt Auseinandersetzung mit der eigenen nationalen Verstricktheit ins Dritte Reich, mit der man sich ja damals als junge Leute sehr auseinandergesetzt hat. Das Bewusstsein der Globalisierung, das damals so langsam in den Köpfen ankam und das ja in diesen Diskursen, die du jetzt dargestellt hast, auch eine Rolle spielte. Also wie kannst du vielleicht ein bisschen das, was du eben ausgespart hast, verständlicherweise, weil du dich auf Clifford Thornton konzentrierst, kannst du das uns noch ein bisschen in den Kontext setzen? Was die Beschäftigung mit der eigenen österreichischen Geschichte und die Involvierung in den Nationalsozialismus betrifft, habe ich wenig gefunden in den Quellen, also in den Programmen. Es gibt dann im Jahr 2000, gibt es dann so erste wirklich politische Äußerungen, als es zu einer rechtskonservativen und extrem rechten Regierung in Österreich gekommen ist. Aber alles, was so mit der Nazi-Vergangenheit in Österreich zu tun gehabt hat, ist nicht präsent in den Quellen zumindest. Was die Studentenbewegungen betrifft, ist das in Nickelsdorf, soweit ich das verstehe, auch aus den Quellen, in diese antikoloniale Haltung eingeflossen. Also gegen den Vietnamkrieg, für die Befreiung lateinamerikanischer Länder, für die Befreiung afrikanischer Länder. Und alles, was, also auch so wie wir gestern gehört haben, so dieser Drive gegen die Unterdrückung und gegen die Oppression der mächtigen Staaten, also vielleicht des globalen Nordens, den globalen Süden, kurz gesagt, unterdrückt hat und ausgebeutet hat. Und was die geografische Lage betrifft, das ist sehr wichtig. Ich habe, es heißt ja auch Local Practices of a Jazz Festival at the Borders. Und die Grenze schien mir wichtig am Anfang. Dann ist sie ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ich andere Sachen recherchiert habe. Aber es hat dann einen wichtigen Punkt gegeben, und das hängt auch mit der Globalisierung zusammen, dass eben direkt an der Grenze, weil es so eine dichte Grenze war, alle Leute stehen geblieben sind. Also alle Fernfahrer zum Beispiel. Und die haben in Nickelsdorf Halt gemacht und waren dann in diesem Restaurant auch essen und haben in Nickelsdorf übernachtet. Und so sind die Menschen dort immer schon eigentlich mit Fremden in Kontakt gekommen. Und auch, also eine Geschichte ist vielleicht wirklich symbolisch. Die hat auch Hans erzählt, dass er rausgegangen ist als Kind und das Elternhaus war nahe an der Grenze und hat einen türkischen Fernfahrer gesehen, der ausgestiegen ist und seinen Gebetsteppich ausgerollt hat und gebetet hat. Und das hat man eigentlich nirgends gesehen, das hat man in Wien nicht gesehen, das hat man in der Ortschaft davor, die war dann halt 10 Kilometer von der Grenze entfernt, auch nicht gesehen. Das hat man nur an diesem Punkt in Österreich oder vielleicht an anderen Grenzorten auch gesehen. Und daher ist die Grenze
einerseits als wirklich physische Grenze wichtig. Andererseits geht es in der Musik ja auch immer, also es wird immer wieder auch beschrieben, es sollen Grenzen überschritten werden in der Musik. Und damals war auch noch so die Idee von Fortschritt in der Musik irgendwie präsent, wenn man sich die Aussendungen ansieht. Und eben Fortschritt bedeutet Grenzen überschreiten. Und so, also ich habe das noch nicht ganz genau untersucht, aber es hängt auf jeden Fall das Physische auch mit dem Ideellen zusammen. Anneliese, sorry, ich bin jetzt, achso, super, du hast schon. Wunderbar, danke. Danke. So. It is very funny for me to hear because I was studying in Vienna in the 70s, and I thought that in Vienna absolutely nothing happened. In Denmark, where I came from, there were lots of students. Arousing and everything else, and rock music, and I don't know what. And in Vienna, there was absolutely nothing and no one speaking English at all. So I had to learn a kind of German very quickly. But it's interesting for me to hear about, I've never heard of the town Nickelsdorf before. And suddenly you come here and tell me that it's a very special place where everything I think was not in Vienna was in Nickelsdorf. How can that be? At that time it was not only in Nickelsdorf, but it was on the peripheries of Austria. It was up in the north in Ulrichsberg, that's on the Czech border, and also in Saalfelden, which is on the I think German also, German border, Czech border, something, but at the periphery of Austria. And then other festivals developed later in Tyrol. But yesterday I was talking to Adam Hawash, and he said that, maybe we're going to hear about that, that Budapest was the center of the boring jazz, and the avant-garde was in Győr, which is not exactly at the border, but very close to Nickelsdorf. And there were even collaborations between Dürer and Nickelsdorf crossing the Iron Curtain. So, and this place could survive for such a long time, also in the beginnings, because people from Vienna were, like they had their pilgrimages to Nickelsdorf. They even organized a bus from Vienna to Nickelsdorf, and then back after the concert. And yeah, Vienna, like this is what everybody says, Vienna was dead in the 1970s, 80s. It started in the 1990s to change. Hast du bei deinen Recherchen, ich meine, du hast ja jetzt schon ein paar andere Festivals genannt in Österreich, dann es ist so etwa die Zeit, wo Mörs losging und Peitz in der DDR. Also diese ganzen Avantgarde-Festivals, die häufig nicht in den Zentren stattfanden, sondern eben in kleinen Orten von ähnlichen Personen wie Hans Falb, Willi Sau, wie Hans Falb organisiert. Hast du mal so versucht, die so Parallelen herauszuanalysieren zwischen diesen Festivals? Noch nicht. Aber es gibt die Überlegung, auch im Rahmen des Doktorats und vielleicht, um auch schon Daten zu sammeln für später, die Veranstalter und Veranstalterinnen in Österreich zumindest zu interviewen, über deren Geschichte eben, um solche Parallelen vielleicht einmal auszumachen. Mhm. Weil es gab ja auch eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Ulrichsberg, das ist eigentlich noch früher, das Jazzatelier ist früher gegründet worden als die Jazzgalerie, aber das Festival Ulrichsberger Kaleidophon später
Und es gab eine sehr enge Zusammenarbeit. Also man hat sich selbst so gegenseitig angekündigt, gegenseitig besucht. Und da bin ich jetzt nicht ganz sicher auch also Tourneen gemeinsam veranstaltet für Musiker. Ihnen. Vielleicht die Frage noch von mir. Inwieweit unterscheiden sich die Narrative, die Hans Falb dir von der Genese des Festivals gab, von der die Musiker? Für diese, weil es sind ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Seiten. Genau. Und wir alle neigen natürlich zu einer gewissen Art von Romantisierung, insbesondere dessen, für das unser Herzblut strömt. Auf der anderen Seite, für die Musiker ist das auf der einen Seite eine Spielmöglichkeit, auf der anderen Seite eine Möglichkeit, Projekte zu realisieren und drittens eine Einnahmequelle. Also wie unterscheiden sich diese Narrative und wie bist du dazu in der Lage, diese Unterschiede erstens sinnvoll zu beschreiben und daraus Schlüsse zu ziehen? Was MusikerInnen betrifft, kann ich noch nicht viel sagen. Aber ich kann darüber sprechen, wie es innerhalb, also unterschiedliche Narrative innerhalb der Jazzgalerie sich entwickeln, weil es gibt eben Hans Falb, der Besitzer und der das eigentlich gemacht hat. Und es gibt dann Leute, die mit ihm gearbeitet haben. Und eben, ich habe vorher gesagt, das war eine Gruppe von Schulfreunden, das ist wirklich so, die haben sich in der Schule kennengelernt und das dann 45 Jahre lang gemacht und machen es immer noch. Und da gibt es unterschiedliche Narrative, also unterschiedliche Wahrnehmungen von dem, was passiert ist oder warum was passiert ist und wer was wie erreicht hat und wer die Arbeit gemacht hat. Und da geht es auch dann sehr stark darum, weil es gibt eben zwei Männer im Vordergrund, aber es gibt dann ungefähr 7, 8 Frauen im Hintergrund, die dann wirklich die Arbeit gemacht haben. Ohne diese Arbeit wäre das alles gar nicht möglich gewesen, aber die sieht man nicht und über die wird wenig gesprochen. Und es ist jetzt mal, eben habe ich das präsentiert, weil ich mich eben gerade damit beschäftige, aber es soll dann auch in Zukunft vor allem über diese Idee auch der freiwilligen Arbeit in einem neoliberalen System gesprochen werden und die Aufteilung dieser Arbeit zwischen Männern und Frauen auch beleuchtet werden. Ach so, ich bin ja jetzt sowohl als auch. Ich vergesse das immer. Ja, vielen Dank, sehr, sehr spannend. Mich würde interessieren, inwieweit Graz als Institut damals schon, also 65, wenn ich richtig liege, oder gegründet, das schon irgendwie auf dem Schirm hatte oder wie da die Verbindungen waren. Hast du dazu Info? Da kann ich vielleicht zu deinem Vortrag gestern zurückkommen. Da geht es auch so um diesen Widerstreit zwischen Autodidaktismus und dem Akademischen. Und eben, was ich gestern auch gesagt habe, das Wort akademische Musik ist eher als Schimpfwort verwendet worden. Und deswegen, es bestand also in den 70er, 80er, 90er Jahren einfach kein Interesse aneinander. Das ändert sich jetzt vielleicht auch eben, weil sich die Jazz-Studies verändern, dass jetzt auch mehr Sozialwissenschaften Eingang finden in die Jazz, also eh schon seit längerer Zeit, bin ich eigentlich so das erste verbindende Glied zwischen Graz und Nickelsdorf. Es ist auch schwer mit dem Zug zu reisen. Man muss immer über Wien. Es ist ja interessant, dass jetzt eine jüngere Generation sich sehr interessiert über diese, also ich sage jetzt noch eher 70er, das fängt ja 80 an, aber ich habe in der letzten Zeit sehr viele Kontakte erhalten, vor allem auch aus Frankreich, dass das jetzt wirklich so aufgeforscht wird, diese 70er, was da alles passiert in Europa. Und das Interesse steigt enorm. Also ich merke es auch von der Musikhochschule Luzern auch, durch das Archiv von mir da, dort ist. Aber jetzt wirklich die letzten 2 Jahre gibt es sehr viele Leute, junge Musiktheoretiker natürlich, die das aufforsten.
Und leider ist ja ein sehr wichtiges Projekt jetzt auf Eis gelegt. In der Schweiz war das Christias Dölle, ein Westschweizer, der hatte an den 70ern gearbeitet und war, ich weiß nicht wie weit, ziemlich weit. Er hat zig Interviews gemacht mit Leuten aus der Zeit, mit Musikern, Veranstaltern. Und er ist dann leider verstorben. Und ich hoffe doch, dass das auch weitergeht, dass das jemand in Angriff nimmt. Das wäre jetzt vielleicht auch eine Aufgabe für eine Musikhochschule. Aber es ist wahnsinnig viel im Gang. Und es überrascht mich nicht, dass du mit dem kommst. Und ich fand das auch jetzt ganz toll, Clifford Thornton. Who knows Clifford Thornton today? Also meine... Und da fällt mir auch ein, also wenn man ja von Clifford Thornton spricht, der war jetzt sehr... Er hat jetzt den Fall irgendwie getoucht, ne? In der richtigen Zeit. Aber wenn ich mit Clifford damals gesprochen habe, er war ja auch, da gab es in Paris den François Dusk. Wer kennt François Dusk? Das war eigentlich ein Mann, ein Musiker, Pianist, der hat ja damals diese Leute zusammengefasst, Franzosen und Amerikaner, und fantastische Ensembles gemacht, sehr politisch wie Clifford. Clifford war ja mit Dusk sehr oft zusammen. Ne? Das wird jetzt alles aufgeschafft. Ich finde das ganz toll, dass nicht nur eine vergessene Zeit ist. Vielleicht habe ich noch eine letzte Frage, die wir nachher vielleicht wahrscheinlich auch mit Niklaus noch mal kurz besprechen wollen. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, das Interesse der jungen Leute an der Zeit. Auf der einen Seite, meine Frage geht in eine andere Richtung. Wie geht das mit Nickelsdorf weiter? Ich meine, Hans Falb ist wie alt jetzt? Ja, über 60. In Pension. Okay. Also. Das kann ich nicht sagen eigentlich. Es ist, wir haben dieses Jahr ein Festival gemacht und das Restaurant ist geschlossen, wo das alles stattgefunden hat. Und die Gespräche, ob es ein nächstes Festival gibt, werden dann 2-3 Monate davor stattfinden. Die Frage ging eher in eine andere Richtung. Gibt es, also gerade bei diesen ehrenamtlichen Herzblut-Festivalmachern, machen die sich eigentlich Gedanken darüber, dass das vielleicht weitergegeben wird? Ich meine, das ist eine Frage, die sich ja jeder Jazzclub schon alleine stellt, jedes Veranstaltungslokal stellt, aber natürlich auch solche Festivals stellen müssen. Also wird da was aufgebaut? Ist unter den 9 Frauen im Hintergrund und 8 Männern im Hintergrund, sind da auch 20, 25-Jährige dabei? Von den Jüngeren bin ich, glaube ich, der Jüngste. Und dieses Festival ist so stark mit diesen Personen, mit diesem Ort verbunden, und mit dieser Art und mit dieser Haltung ein Festival zu machen, dass jüngere Leute, die ein ganz anderes Mindset haben, sich wahrscheinlich zuerst mal nur scheitern können und auch diesen Ort nicht zur Verfügung haben. Und eben dieses Festival dann woanders zu machen, geht auch nicht, weil es braucht... Es war dann also einfach diese Zeit, diese Menschen, die haben das gemacht. Und man muss es ja nicht dann künstlich in die Länge ziehen, sondern man kann neu woanders was Eigenes beginnen. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, das jetzt irgendwie weiterzuführen, sondern das einfach so zu nehmen, wie es ist und wenn es dann vorbei ist, wie es war. Gut. Vielen Dank, Philipp Schmickel. Wir machen eine kurze Pause und sehen uns, ich würde mal sagen, um 35, na, 40, wir halten es bei den 10 Minuten, die wir uns draufgeben, also um 40 wieder hier. Vielen Dank, Philipp Schmickel. Applaus